Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von RimWorld. Wir sind jetzt momentan hier bei unserer provisorisch bisher gebauten Basis, haben schon eine Mauer gesetzt und die Solaranlagen stehen auch schon. Die Stockpiles sind noch hier draußen, die müssen wir gleich noch nach drinnen bewegen. Wie heißt es nochmal, die Dumping Area, die haben wir auch schon gesetzt. Und jetzt geht's eigentlich ans Angemachte. Jetzt fangen wir an mit der Basis, also wirklich die Basis zu bohren. Und wir fangen einfach mal damit an, dass wir hier mal hier so mal den ersten Gang legen. So. Das ist aber schon wieder zu viel. Also da muss man echt drauf aufpassen am Anfang, dass man nicht direkt seine Kolonisten überfordert. Ansonsten dauert das zu lange und da ist noch nichts fertig, wenn der erste Angriff kommt. Und der erste Angriff kommt bestimmt. Deswegen müssen wir jetzt gut überlegen, wie wir jetzt den ersten Schritt machen. Vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht machen wir erstmal nur so einen kleinen Gang nach da. Oder, ach, ja. Machen wir erstmal so einen kleinen Gang nach hier. Ja, so. Dann, na, Quatsch. Dann auch so, hier kommen dann die Kasernen hin, also die Buden quasi von unseren Kolonisten. So, und hier auch noch. So. Okay. Ja, aber hier will ich eigentlich noch später eine Mauer setzen, also eine Wand, wo auch der Strom später durchläuft, weswegen wir das alles ein bisschen noch eins nach oben versetzen müssen. So, einmal so. Einmal so. Ja, wo war ich stehen geblieben beim letzten Mal? Ich war bei der Psyche, war ich stehen geblieben. Und zwar kann es sein, dass, ja, es kann sein, dass die, also ist es ja so, das ist ja alles hier nicht Urlaub, das machen wir ja alles hier nicht zum Spaß, ja, das ist ja schon ernst, was wir hier machen. Und unsere Typen hier, unsere drei Kolonisten hier, die sind ja nicht hier auf Urlaub, sondern die müssen ja ums nackte Überleben kämpfen. Und sowas geht ja schon ein bisschen auf die Psyche. Deswegen die alle, auch hier diese Tabs hier haben, wo es nochmal genauere Eigenschaften und Eigenschaften, also Merkmale und so weiter nochmal gibt. Ganz wichtig ist das hier, die Loyalty, so, also die Loyalität. Ihr wisst schon, was ich meine, ihr könnt es ja lesen. Und das ist ganz wichtig, weil solange das hier so ist, wie es jetzt hier gerade ist, ist alles in Ordnung, ja. Aber wenn Sachen passieren, die einen beschäftigen oder wenn es keine Nahrung mehr gibt oder wenn man einfach nicht zufrieden ist mit der Gesamtsituation, dann sinkt das hier, diese Anzeige hier. Und wenn es hier ankommt, dann ja, dann kann es passieren, dass es einen Nervenzusammenbruch gibt. Und dann kann es schon mal passieren, dass der quasi einen Kurzschluss bekommt in seinem kleinen Kopf, der Kolonist, und dann ja, einen kleinen Amoklauf startet und anfängt, andere Kolonisten anzugreifen. Oder anfängt einfach nur sinnlos, völlig resigniert durch die Basis zu laufen. Auch völlig egal, ob da noch Raider sind, die gerade die Basis angreifen. Das ist ihm alles egal, weil er schon quasi mit allem abgeschlossen hat. Und da muss man echt drauf aufpassen, weil das kann sehr, sehr schnell gehen, dass die Anzeige nach unten geht. Und da muss man schon früh quasi schon drauf Rücksicht nehmen. Also zum Beispiel ganz wichtig ist am Anfang, dass die Nahrungsversorgung steht. Weil wenn die nicht steht und es keine Nahrung in der Reichweite gibt, dann haben sie Hunger, ja. Und das geht natürlich auch auf die Loyalität. Und irgendwann hat man halt auch keine Lust mehr und fängt an, alles über den Haufen zu schießen, ja. Deswegen müssen wir jetzt am Anfang direkt aufpassen, dass wir direkt den Dispenser bauen. Das ist, was ist das? Das ist hier der Nutrient Paste Dispenser.
Der kann quasi so das alles, was wir hier abbauen, zu einer Paste verarbeiten. Schmeckt zwar auch nicht, aber besser als noch als besser als dieses rohe Zeug hier direkt vom Feld. Weswegen wir das auch direkt bei unserer Planung mit berücksichtigen müssen. So, deswegen setzen wir hier nochmal so einen Gang und machen hier jetzt unser Esszimmer. Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass wir noch Wände setzen, weil jetzt hauen wir uns nur in den Berg rein. Und da müssen wir dann auch wieder aufpassen, dass die Wände nicht zu groß werden, ansonsten stürzen sie ein. Und ich will nicht, dass da gerade ein Kolonist steht, wenn der Boden, also die, nee, nicht der Boden, die Decke einstürzt. Da müssen wir echt drauf aufpassen. Da habe ich schon, ich habe ja, spiele ja währenddessen ja nochmal ein bisschen, ein paar andere Runden und versuche so ein paar Sachen fürs Let's Play auszuprobieren. Und habe schon öfters die Erfahrung gemacht, dass wenn der Raum zu groß ist, ja, die Decke einstürzt und unsere Überlebenden vergraben werden, also begraben werden. Da brauchen wir gar kein Grab mehr, sondern die sind direkt verscharrt. Und das wäre natürlich suboptimal. Deswegen müssen wir da ein bisschen drauf aufpassen. Was immer ganz gut ist, wenn man etwas größere Räume plant, dann sollte man auch so am besten so Stützwände, also so Stützer am besten noch in die Mitte irgendwo setzen, damit das abgestützt ist und nicht einstürzt. So, jetzt habe ich das wieder auf Play gedrückt, damit es mal vorangeht. So. Und hier sieht man schon, die Anzeige ist leer. Es ist Nacht, kein Strom. Jetzt würde der Strom ausgehen. Wir wären quasi völlig schutzlos ausgeliefert, wenn wir keine Batterien hätten. Die müssen wir auch noch bauen. Am besten setzen wir hier dafür den Raum hin. Ich möchte das nicht, dass es unter, ja, dass es draußen rumsteht. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Vor allem, wenn es zu einem Blitzschlag kommt, was auch passieren kann. So. Na, die Batterien sind hier. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, das ist okay. So. Das ist eigentlich schon mal ein gutes Grundgerüst, mit dem wir arbeiten können. Wir müssen jetzt halt nur sorgen, dass die Stromversorgung so bald wie möglich steht. Schade, dass man das nicht priorisieren kann, was die zuerst machen, also was sie zuerst hier meinen sollen. Die machen einfach das, was da ist. Naja. Ach so, und wegen der Nahrung nochmal. Das Problem momentan ist, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das einfach vom Spiel gewollt ist. Aber wenn die Nahrung ist ja voll hier, ne? 191. Das tun die ja alles in die Stockpiles hier. Das tun die ja alles hier von der Farm, tun die ja alles in die Stockpiles. So. Das Problem ist, sobald es in den Stockpiles drin ist, können die da nicht mehr drauf zugreifen. Das heißt, die können noch so viel Nahrung sammeln und die können das nicht essen. Ja, jetzt haben sie 191 und sobald sie Hunger haben, können die nichts essen. Ja, da muss ich denen ja anweisen, dass die diese Sträucher hier na, schneiden und abernten. Und müssen sich dann dadurch ernähren. Das ist ja auch nicht gerade die beste Lösung. Also ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist, aber es ist lästig. Ja, ich habe genug Nahrung und ich will nicht, dass der direkt am Anfang hier gehungert wird. Das möchte ich natürlich nicht. So, jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Was könnte ich noch sagen? Ach so, es gibt Waffen in diesem Spiel. Das habe ich gar nicht erwähnt in der letzten Folge, was eigentlich sehr wichtig ist. Wir müssen uns ja auch irgendwie verteidigen. Wir kriegen am Anfang immer eine Pistole geschickt. Da schicken wir zwar den Calderon los, weil der hat die besten Shooting-Kenntnisse. Da schicken wir jetzt mal den Calderon los, damit irgendwer zumindest bewaffnet ist und unsere Basis verteidigen kann. Ansonsten haben wir ein Problem. Und die Auto-Turrets, also hier haben wir übrigens Auto-Turrets. Die werden auch nur durch Strom versorgt. Und wenn der Strom ausfällt, ja, den Rest kann man sich denken. Ja, und man sieht hier schon, okay, Metalle haben wir hier, das ist gut. Ja, Metalle. Ja, aber dadurch kommen wir natürlich auch langsamer voran. Das ist nicht so gut. Aber Metalle sind eigentlich immer gut, aber, oh, oh Gott. Das darf man niemals vergessen. Es gibt nämlich, man muss hier. Muss man hier nämlich drauf klicken, damit der direkt unter dem direkten Kommando steht, weil das Spiel läuft ja so ab, dass man ja nur Kommando, also Befehle gibt
und die Kolonisten sie dann ausführen. Aber ansonsten hat man eigentlich nichts so, was man, wie man die steuern könnte, ja. Das Einzige, was man machen könnte, ist, das ist nämlich sehr wichtig für die Raider. Also wenn Raider angreifen, dann muss man nämlich, wenn die, damit die nicht hier einfach nur dumm rumlaufen, dann muss man nämlich in diesen Modus hier schalten, in diesen, ich sag jetzt mal, Alarmmodus oder Alarmgefechtsmodus, wie auch immer, damit die direkt unter einem, unter dem Kommando stehen von einem, ja. Und da kann man auch befehlen, dass der jetzt hier hingehen soll und oder sich hier verschanzen soll, falls einer hier durch die Tür durchbricht, dass er direkt auf ihn schießen kann. Und dass dann einfach nichts passiert. Ja, also dass einfach, dass die genau das tun, was am besten jetzt momentan wäre. Ja. Okay. So. Oh, das ist nicht gut. Der hat hier schon Metal Break, das ist nicht so toll. Der, das ist. Oh. Müssen wir jetzt mal direkt. Vielleicht geht es ja auch so. Nee, das geht nicht. Der ist leider nicht so gut in Crowing. Verdammt. Oder? Was ist denn hier mit Crowing? Der hat doch drei. Warum geht es da nicht? Ach du je, das gibt's doch nicht. Genau das meine ich nämlich. Die hungern jetzt hier und die, wir haben genug Nahrung, aber die können nicht drauf zugreifen. Hier steht zwar unrefined foodstuffs, aber die essen ja trotzdem rohes Essen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Vielleicht können wir das ja auch so machen, dass wir vorerst erstmal unseren Dispenser hier draußen hinstellen, dass wir überhaupt irgendwas haben. So. Und jetzt als nächstes eine Stromleitung. So, jetzt haben wir das Kritische, das Schlimmste ist geschafft. Erstmal, vorerst. Jetzt haben wir erstmal Nahrung. Es steht zwar noch hier draußen, aber solange sie nicht verhungern, ist alles gut. Und wir müssen auch natürlich berücksichtigen, dass auch ständig auch was nachwächst und uns, wir uns quasi nicht gegenseitig die Haare von den Köpfen ab wegessen. Deswegen wir jetzt mal am besten nochmal die, uns die Prioritätenliste angucken und das nochmal genauer einstellen. Am besten, ja, die sind beide gleich scheiße. Ja, gut. Richards. Oder, nee, warte mal. Andersrum. Wir machen den hier, weil der hat auch sonst nicht so viel zu tun. Repairing geht ja recht flott und Firefighting ist halt nur, wenn es brennt. Ansonsten nicht. Deswegen machen wir das jetzt so. Achso, übrigens, wir haben dieses Mal eine andere Playlist. Die letzte ist ja recht früh leider schon ausgelaufen. Weswegen ich jetzt diesem Let's Play einen Soundtrack von Mass Effect habe. Hört man vielleicht nicht so gut, aber ich habe es ganz leise gestellt, damit es ja, damit es nicht übertönt. So, okay. Brauchen immer noch Batterien und Gebäude sind nicht verbunden. Ach so, die Tür. Ja, logisch. Wir müssen natürlich auch die Mauer verbinden mit der, mit der Solaranlage, sonst können wir uns das gleich sparen. Na, wo ist das denn? Da. So. Dann kann auch mal gleich, am besten die Martha, kann man gleich mal losmarschieren und mal ein paar Kabel verlegen. Oh, hier haben wir auch noch Metalle. So, wir können mal gucken, ob hier vielleicht noch ein bisschen was rumliegt. Oh, guck mal, da haben wir noch was rumliegen. Und zwar ist es nämlich so, dass auch immer wieder Trümmer runterkommen von unserem Schiff vielleicht noch oder von anderen Schiffen, die vorbeifliegen und die vielleicht abstürzen und die dann auch was rumliegen haben. Also was hier abstürzt und dann liegen hier so Sachen rum. Zum Beispiel das Essen hier, was wir sehr gut gebrauchen können. Ansonsten liegt hier eigentlich nichts. Okay. Ja gut. Jetzt haben wir wieder Nacht. Überlegen jetzt mal. Licht. Nö. Brauchen wir jetzt nicht eigentlich. Plant Pot ist eigentlich auch nur zur Ästhetik, damit es auch schön aussieht. Ein paar Pflanzen in der Basis. Ansonsten brauchen wir das eigentlich nicht.
Auto-Turrets könnte ich schon mal bauen. Das wäre nicht schlecht. Das. Am besten bauen wir mal. Wie viele bauen wir denn noch? Ich glaube, zwei reichen, wobei ich das eher anzweifle, dass das reichen wird. Es ist nämlich so, dass wir nämlich nicht nur Pistolen haben, also die Raider zumindest, sondern es gibt auch noch Granaten, Molotow-Cocktails, Maschinengewehre, glaube ich auch, oder Uzis oder so etwas. Und da werden unsere Autoturrets nicht lange halten, aber immerhin werden dadurch die Raider beschäftigt. Das werden wir schon etwas ist. So, jetzt mal ein bisschen vorspulen.